Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Teil Animal Crossing New Leaf. Ich hoffe, es geht dir gut und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe hier einen Brief bekommen von Selina. Heute ziehe ich endlich um. Oh, Selina ist ausgezogen. Wir haben so viel zusammen erlebt. Ich hoffe echt, dass es in meiner neuen Stadt auch jemanden so cooles wie dich gibt. Oh, das ist ja schon sehr süß. Ist denn jetzt auch jemand Neues dann eingezogen? Sissi, Quax, Walter, Zenobi, Hugo. Unser Campingplatz ist fertig. Elisa, Geralt? Nee. Aber der Campingplatz müsste fertig sein. Oh, und wir haben hier... Nee, das sind keine... Sind das Mangos? Orangen. Oh, ach ja, guck mal. Das sind jetzt... Jetzt habe ich ein... Bedörrten Baum. Oha, okay. Ich möchte mir gerne als erstes meinen Campingplatz angucken. Aber wir haben doch auch Mangos und so Zitronen gepflanzt. Nee, gut. Campingplatz. Ja, und zieht da jetzt jemand ein oder nicht? Wohnt da jetzt keiner? Ich bin jetzt ein bisschen traurig. Na gut. Ich möchte jetzt mal gucken, ob die Zitronen gewachsen sind. Irgendwo habe ich die doch hingepflanzt. Hier drüben irgendwo. Ich glaube, ich war so spät abends. Ach, jedes Mal. Wer vergräbt denn immer diese Fallen? Ich möchte es echt mal wissen. Den erwisch. Da. Nee, das ist Birne. Aber hier. Hier sind Zitronen. Die möchte ich mal gern verkaufen. Ich hoffe, der Laden hat noch auf. Nee. Ach, das ist ein Geschenk. Oh, ich war gerade schon. Ich habe gedacht, Buhu ist hier. Hört er noch auf? Ja. Also die 1A-Orangen werde ich nicht verkaufen. Die werde ich erstmal noch pflanzen. Zumindest eine davon. Oh, von meinen Sachen ist immer noch nichts verkauft. Na gut, wir verkaufen jetzt erstmal eine Orange. Eine Zitrone. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Oh ja. Okay, ist nicht so viel wie sowas anderes. Also, ja komm, wir haben ja viele gepflanzt. Eine pflanzen wir noch. Was? Drei davon kaufe ich dir ab und eine musst du als Entsorger... Ach, das sind gar keine 1A-Orangen. Hä? Warum muss ich denn eine Entsorgungsgebühr bezahlen? Verstehe ich nicht. Das waren doch ganz normale. Oh. Jetzt warte mal. Das waren doch ganz normale. Oder kann ich die Zitronen nicht verkaufen? Kann ich die Zitronen nicht verkaufen? Das wäre natürlich jetzt fatal. Ich habe jetzt gedacht, ich verdiene mega das Geld damit. Moment, das muss ich überprüfen. Wir gehen gleich nochmal hin.
Jetzt hat sie ja schon 3 gekauft, das heißt, jetzt müsste ich ja was bezahlen. Hallo, bitte, entschuldigen Sie, ich muss hier durch. Meine ganzen Blumen vertrocknen, ich weiß, weil ich sie nie gieße. So, Fräulein, ich möchte mal wissen, warum du die Zitronen nicht kaufst. Nee, aber die nimmt sie doch. Hat sie wirklich ein Problem mit diesen 1A-Dingern? Komisch. Das finde ich jetzt sehr merkwürdig, muss ich sagen. Na gut, aber ich will heute nochmal auf die Insel. Deswegen lass uns da mal hingehen. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Wir haben da noch nicht alle Spiele gemacht. Ich möchte doch noch die anderen Spiele machen. Okay, die ist nicht gewachsen hier. Aber die. Ja gut, aber wenn ich die jetzt wieder ausbuddle, dann geht die kaputt. Das hatte ich bei den Zitronen auch schon mal. Ne? Ja, genau. Na gut. Also. Captain, bitte fahren Sie mich. Ja, ich bin seefest. Natürlich bin ich seefest. Alle hopp, los geht's. In Wirklichkeit bin ich überhaupt nicht seefest. In Wirklichkeit bin ich der Erste, der über der Reling hängt. Sobald sich nur minimalst unter mir was bewegt. Aber Captain Sleet möchte ich mir nicht anhören. Nein. Ja, ich hab's eilig. So, hier ist die, wo wir alles reinpacken. Das wollen wir nicht. Hier habe ich... Achso, ja, hier können wir ja auch was kaufen, ne? Was ist das hier? Eine Anmeldung für den Turtle Club. Ja gut, Kai geht ja nicht. Ja, ich will nicht zum Turtle Club. Jetzt will ich aber erst wissen, ob wir hier noch anderes Obst haben. Oder ob wir wieder Zitronen haben. Ja, wir haben wieder Zitronen. Noch wieder Kokosnüsse. Aber hier kann man dann die Insekten sammeln. Die seltenen ab 19 Uhr. Aber ich möchte gern mit dir diese Minispiele noch machen. Damit ich die auch alle mal gesehen habe. Ja, hallo. Ja, ein Ausflug. Ja. Die Schmetterlingsjagd. Das wird übel. Aber ja, machen wir. Gerne. Ach, war das dann so? Konnte man dann quasi sich hier mit seinen Freunden treffen und dann zusammen auf so einen Ausflug gehen? Und dann gegeneinander? Okay, wenn du in 5 Minuten 3 Insekten fängst, bekommst du von mir eine Medaille. Okay. Okay, na das kriege ich doch hin. Ja, so schon mal nicht. Ah, aber da habe ich einen. Ist ja fast wie bei der Insektenparty. Oh. Kann ich hier nicht so eine... Nee, kann ich nicht so eine Frucht haben?
Okay, ich sehe keinen mehr. Ich krieg langsam Panik. Da ist einer. Da ist einer. Ich sehe einen. Oder mein blauer auch. Habe ich jetzt schon gewonnen? Ich hab doch. Achso, ich muss einfach, wer die meisten fängt, wahrscheinlich. Gut, da ich ja mit mir selber spiele. Können wir jetzt doch nochmal vielleicht versuchen, so eine Frucht mitzunehmen. Geht das? Oh ja. Meinst du? Eine Durian ist es. So eine Stinkefrucht. Vielleicht können wir die behalten. Ich glaube nicht, aber vielleicht. So einer. Man muss jetzt einfach die 5 Minuten einfach weiter Insekten sammeln. Diese Musik, die spornt einen voll an. Ich habe richtig Panik. Wir haben noch 2 Minuten. Wie viele Insekten bekommen wir wohl noch? Anscheinend gar keine, weil keine mehr da sind. Vielleicht kriege ich einen Bonus, weil ich von jeder Sorte einfange. Okay. Am gespanntesten bin ich jetzt eigentlich, ob ich die Frucht behalten darf. Okay, hier geht's über die Brücke. Vielleicht nennen wir das Ganze hier nicht Insektenjagd, sondern Früchtejagd. Da. Haha. Mhm. Noch 30 Sekunden. Mein Gott, ich bin total erschrocken jetzt. Oh Gott. Eieieiei. Wenn du das auch gespielt hast, erzähl mir mal, was dein Rekord war. Wie viele Schmetterlinge hattest du in 5 Minuten? Da hinten ist noch einer. Den kriege ich noch. Ha. Also, ich habe 9. Ich glaube, 9 ist ganz gut. Sechs Medaillen. Juhu. Okay, cool. Jetzt machen wir bei den... Können wir das jetzt mal gucken? Oh!
Okay, ich hab's hier noch im Inventar. Cool. Jetzt machen wir noch den letzten. Ausflug. Die Anfängerfossilienjagd. Anfängergärtnern haben wir das auch gemacht. Anfängergärtnern? Guck mal, das sind jetzt ganz andere. Sind das immer andere? Wir hatten doch das letzte Mal. Wir hatten doch das letzte Mal so Memory und sowas. Das sind immer andere anscheinend. Ich dachte, es gibt einfach nur die vier. Okay, wie cool. Okay, das ist jetzt einfach das Gleiche, ne? Jetzt müssen wir einfach nur Fossilien suchen. Ich habe vergessen, was ich machen muss. Was muss ich machen? Ich muss... Oje, oje. Ich muss Fossilien finden. Und was muss ich dann damit machen? Die zuordnen, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Na gut, gucken wir jetzt erstmal hier entlang. Das heißt, man könnte hier auch schon Insekten sammeln, ne? Und die ja mit nach Hause nehmen. Oder hat man überhaupt noch was anderes? Nee, nee, Insekten kann man nicht fangen. Okay, wir gucken jetzt aber erstmal trotzdem hier drüben alles so ein bisschen ab. Wie hier irgendwo ein Fossil sehen. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben hier alle. Nochmal hier oben gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier drüber. Und dann Richtung Zelte. Wo sehe ich jetzt, was hier reinkommt? Ach, ich muss sie wahrscheinlich zusammenpacken. Oder? Okay, das verstehe ich nicht ganz, aber na gut. Kommt davon, wenn man nicht liest, man einfach nur durchklickert. Mammutschädel. Mammuttorso. Ach, ich muss es dann da drüben hinstellen. Okay. Das heißt, wir suchen noch ein Mammutteil. Den Schädel, glaube ich.
Hier ist noch was. Stegosaurus Schwanz. Mammutschädel. Okay, gut. Also dann, nichts wie zurück. Wir nehmen das doch trotzdem mit. Ein Heizer. Mhm. Nichts wie zurück. Okay, das heißt, du kommst mit. Du kommst auch mit und das stande, glaube ich, so rum da. Ha, guck mal, wie gut ich bin. Und jetzt brauchen wir noch den Mammut. Hinstellen. Ja, sind wir doch fertig, oder nicht? Oder muss ich jetzt wieder rausgehen? Und jetzt steht drüben was anderes? Ach nee, Spiel beendet. Okay. Okay, cool. Jetzt würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch ein Spiel. Ein Ausflug. Und zwar dieses Gartending. Also Schmetterlingsjagd, glaube ich, kennen wir. Insektenjagd kennen wir mittlerweile auch. Also ist wahrscheinlich das Gleiche. Wir machen mal das Gärtnern noch. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es geht. Nein, ich habe mich verklickt. Es tut mir leid. Ich wollte doch... Ja, ja, Ausflug. Gärtnern. Ja, gerne. So, wir setzen uns wieder. Ich bin sehr gespannt. Nur immer reinspaziert. Ein bisschen Anfängergärtnern hat auch niemand geschadet. Ganz recht. Zwar nicht irgendwie drauf los, sondern nach echten, altehrwürdigen Regeln. Du hast 5 Minuten Zeit, um dieses Beet hier randvoll mit hübschen Blumen zu pflanzen. Farbe, Sorte und so ein Unfug interessieren mich nicht. Nur voll muss das Beet sein. Wenn du das hinkriegst, bekommst du hübsche, glänzende Medaillen von mir. Ah, okay. Und jetzt muss ich... Ah... Oh, Moment, hier gibt's Kirschen. Die nehme ich natürlich mit. Was Rotes. Ja, das Lila finde ich auch schön, aber ich glaube, ich bleibe beim Rot. Die nehmen wir auch noch mit. Achso. Fallen lassen. Okay. Alles klar. Okay, hier sind auch noch genug. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. So. Ach, das ist eine Litschi, das ist gar keine Kirsche. Na gut, das ist ja dann eh egal, wie es aussieht, ne? Mann, das ist ja eigentlich... Ah, hier ist kein Platz mehr, okay.
Wenn es eh egal ist, wie es aussieht, ne, dann können wir einfach irgendwas nehmen. Wir einfach hier nochmal voll. Lilanes nehmen wir auch noch mit. Mal zurück. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir noch brauchen. Okay, wir brauchen noch 1, 2, 5. Okay. Los, los, los. 1, 2, 3, 4 und 5. Man, das ist ja easy. Guck mal, wie gut ich gärtnern kann. Alles voll. Schnell gärtnern, ja, ja. 6 Medaillen, mhm. Okay, sehr cool. Jetzt haben wir 3 Ausflüge gemacht. Bisschen Medaillen verdient. Hier gefällt mir aber leider nichts, was ich kaufen könnte. Aber wir packen hier mal... Kann man das hier stapeln? Anscheinend nicht. Aber gut, wir haben eh genug Platz. Okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich heute von dir. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was du erzählst, wie so dein Schnitt war, falls du dich noch dran erinnerst. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss!